Es ist der 31.12. und Miss Edwina feiert mit einer Schar illustrer Gäste eine wilde Fete. Nein! Eine gesittete Dinnerparty! Sehr zum Leidwesen ihrer Mitbewohner. Ihr seid Diener! Zu Gast sind der berühmte französische Filmemacher Monsieur Edgar. Aha. Daneben befindet sich Verwandtschaft, der bayerische, etwas cholerische Vetter Edmund. Aha. Zu seiner Rechten der Ranchbesitzer und Sheriff Mr. Ed und last but not least aus der niederländischen Königsfamilie Antje van der Keeskop. Ja, sehr gut! Das sind die besten Gäste der Welt, die Creme de la Creme! Es gibt und übrigens Neujahrssuppe. Ja, und hoffentlich schnell. Oh, Miss Edwina. Ja, meine Glocke. Bitte. Ja, jetzt läute ich euch zur Ordnung und los, Suppe machen. Sehr wohl, Madame. Sehr wohl, ich bin schon unterwegs. Herzlich willkommen zum Yamtamtam Silvesterdinner. Eigentlich wollten wir wie bei Dinner for One Mulligatoni-Suppe kochen, die ist aber super schwer auszusprechen. Außerdem dachten wir, für die alten Herrschaften da draußen, eigentlich auch Hühnerbrühe. Ja. Sehr wohl, Madame. Also die hat super schlechte Laune draußen. Jemand anders geht danach raus. Dann mache ich mal lieber die Brühe heiß. Ja. Ja, ich muss den Tiger wieder richten, diesen blöden Tiger. So, ein Topf. Ah ja. Leg den Tiger da mal wieder richtig hin. Bin schon dabei, Miss Edwina. Das Rezept ist denkbar einfach. Wir haben hier Hühnerbrühe, die machen wir heiß. Sehr gut. Hoffentlich reicht das. Oh, warten wir mal. Wen hat die Alte diesmal eingeladen? Na, wie jedes Jahr. Den berühmten französischen Filmemacher Monsieur Edgar, kennt die Gerette. Ist der verrückte Texaner auch wieder da? Ja, der ist auch wieder da. Aber hat die Frau wenigstens Käse mitgebracht? Naja, also das an dem verstehen. Also. Aber man muss ja mit der Königsfamilie besonders sensibel umgehen. Ja, wer geht als nächster raus? Du. Ich? Ja. Xing Shang Chong. Nee, immer wer so blöd fragt. Wer holt den Teller? Ich. So. Passend zur Feierlichkeit natürlich ein Goldrand. Ich fürchte, die Suppe kocht. Ich fürchte, es ist Zeit für dich hinauszugehen. Kann ich vorher reinspucken eigentlich? Nein. Es ist serviebereit. Wir haben schließlich auch einen Ruf zu verlieren. Sieht köstlich aus. Köstliche, klare Hühnerbrühe. Sehr gesund, sehr edel. Moment, stopp, warte. Wir haben hier auch einen gewissen Standard zu erfüllen. Danke, danke, bitte. Danke. Viel Glück. Na, da kommt die Suppe. Monsieur Edgar, Sie können probieren. Ja, où est le soupe? Alors. Monsieur Edgar, bon appétit. C'est terrible. Ihr fehlt es an allem. Wo sind die Gewürze? Wo Zwiebel und Knoblauch? Ich möchte zudem ein petit peu exotique in mein Suppe haben. Na, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie dilettantisch habt ihr denn hier die Suppe gemacht? Sofort zurück in die Küche und besser machen. Viel besser. Das klang nicht so gut, haben wir es so ein bisschen einfach gemacht. Die alte Diva mochte unsere Suppe nicht. Was? Leckere Brühe. Ja, vielleicht müssen wir da noch was machen. Was hat er denn gesagt? Habe ich nicht verstanden. Ach, Leute, zurück, dann verfeinern wir das Ganze. Ich habe da eine Idee. Wir brauchen ein Brett. Ja, das hole ich. Okay. Vielleicht zwei, dann können wir alle zusammen schnibbeln. Ja. Und natürlich hat die Mitbewohnergemeinschaft beschlossen, du gehst als nächstes raus. Ja, wir haben beide gelitten. Ja. Na gut, aber wenn wir die Suppe jetzt lecker machen, dann kann ja nichts mehr schief gehen. So, jetzt ein breites Messer. Und wie ist sonst die Stimmung? Musik gut drüben? Es ist ganz schön leer. Haben wir noch einen Topf, Felix, wo wir die Butter drin zerlassen können? Ja, sicher. Wir machen jetzt einfach weiter, wie man mit der Mollicatoni-Suppe auch verfahren wäre. Und zwar machen wir jetzt so eine Kokosmilch-Curry-Basis. Und dann sind die da draußen hoffentlich zufrieden. Was gibt's eigentlich bei euch Silvester zu essen? Habt ihr schon mal Mollicatoni? Ich würde es am liebsten 100 Mal am Stück sagen. Dann sag's doch 100 Mal am Stück. Suppe gemacht? Oder seid ihr doch eher Typ Raclette? Es gibt immer was anderes bei uns. Es gab mal so ein paar Jahre, da gab's bei uns immer in Riesentretern Backes-Krumbeeren ohne Ende.
Es ist regional. Was? Gebackene Kartoffeln in feinster Soße. Nur Kartoffeln mit Soße? Nein, nach rein hessischer Art. Aha. Oh, ich muss die Zwiebel sofort loswerden. Nicht loswerden. Sonst wird mein Silvester-Make-up noch zerstört. Ich habe hier eine Spitze Ingwer. Achtung. Bap. Wir schneiden noch eine Chilischote. Das Chili-Brett riecht in den Augen. Dann brauchen wir noch die Knoblauchzehen. Das vielleicht reiben wir die auch einfach. Wo ist sie denn? Heiliger Nimbab. Oh. Aber wenn ihr das nachmacht und es ist nicht für eure böse Tante, dann vielleicht nur die halbe Chili. Was hast du so Silvester gemacht? Reingeheult. Reingeheult. Boah, aber riechen tut's schon viel zu gut. Nein, es ist, ihr müsst immer daran denken. Wir machen einen Teller für die Gäste und der Rest ist für uns. Wenn ihr wollt, dass das Aroma aus dem Currypulver so richtig rauskommt, dann röstet es am besten auch ein bisschen mit an. Ey, diese Zwiebeln. Krass, ne? Boah, die Zwiebeln. Und damit die Suppe auch ein bisschen dick wird, kommt noch ein bisschen Mehl dazu. Wir machen jetzt quasi so eine Mehlschwitze, aber mit Kokosmilch. Sehr gut, ich mag Kokosmilch. Kokosmilch, ich bin doch nicht in Malibu. Ready? Und rein. Und das Ganze muss ja jetzt eigentlich wieder in unsere nicht ausreichende Hühnerbrühe. Na gut. Aber jetzt ist doch alles drin. Chili, Knoblauch, Zwiebel, was Exotisches. Ja. Zwar keine Einlage, aber hey. Ja, das hat er nicht gefordert. Ja. Bisschen Salz und Pfeffer. Ja, gut. Ja. Nein, gut. Das war ja auch noch. Es fehlt die Würze. Die Würze. Also schon mal wirklich dein Hand. Dieses Video ist für alle Leute, die im Restaurant arbeiten. Arbeitet von euch jemand in der Gastro und ärgert sich hin und wieder über seine Gäste, gerne eure Anekdoten in die Kommentare. Oh ja. Warum dauert das so lange? Geht das nicht ein bisschen schneller? Madame Edwina, gut Ding will Weile haben. Ja, eine ganze Weile. So habe ich mir mein Silvester eigentlich nicht vorgestellt. Ja, je schneller wir das hinter uns haben, desto schneller haben wir unser eigenes Silvester. Ja. Ich glaube, jetzt ist die Suppe cremig genug für Vetter Edmund. Ich bereite schon mal das Handtuch für dich vor. Ist auch gut, da muss er nicht so viel kauen bei der Suppe. So, kommen Sie her. Ich würde es gerne um diese Hand nehmen. Ach so, an diese, Entschuldigung. Ich als Gastronomin. Da, du weißt Bescheid. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Na, warum dauert das denn jetzt hier so lange? Hallo? So, Vetter Edmund. Lasst euch schmecken. Hm? Ah, Vetter Edmund, schau nur. Jetzt probier mal. So, Servus. Oh, na, ein Schuppen ohne Händel drinnen. Das schmeckt's mir gar nicht. Na, Himmelarsch und Zwirn, macht's ein neues Suppen. Ja, geh schleich die. Ja, eine Suppe ohne Hähnchen, das geht ja gar nicht. Sofort zurück in die Küche. Mach das Hähnchen fertig. Sofort. Nimm den Teller jetzt mit. Das dauert so alles viel zu lange. Oh. Immer diese Südländer haben immer was zu meckern. Dem alten Mann hat das Hände ge... Leg den Tiger da mal wieder richtig hin. Ich mach mal den Tiger wieder richtig, sonst krieg ich wieder Ärger. Ja, dann machen wir Händel rein, würde ich sagen, oder? Gut, Händel. Oder Hühnchenbrustfilet. War schon mal eine Pfanne, wa? Sehr gut. Ich würde sagen, ich schneide so mundgerechte Würfel für die Herrschaften da draußen. Soll die Suppe wieder zurück in den Topf? Ja, ja, die brauchen wir nicht. Suppe wieder zurück in den Topf. Wer spült eigentlich heute? Ich nicht. Haben wir ein bisschen Öl fürs Hähnchen? Nein! Sonnenblumen. Danke. So, und wer muss jetzt raus? Ich nicht. Immer der, der fragt. Touché. So, ich tue mal das Hühnchen rein. Jo. Ich hol schon mal wieder einen Teller. Gut. Na, jetzt sollte ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, also wirklich. Wenn er jetzt noch meckert. Vielleicht würzen wir das Ganze noch. Salz, Pfeffer. So, ihr Lieben. Jetzt kann nichts mehr schief gehen, denke ich. Ich bereite mich schon mal drauf vor. Ein bisschen Chicken. Perfekt.
Perfekt. So. So, dann. Good luck. Ja. Hals- und Beinbruch. Don't fuck it up. Vorsicht mit dem Tiger! Wird schon nicht so schlimm sein, dass es ein bisschen verschlappert ist jetzt, ne? Na, das dauert ja Stunden hier. Gutes Personal ist halt schwer zu finden. Ha? Ist das jetzt so genehm, Miss Edwina? Na, das sieht aus, als wäre Fleisch drin. Na dann, wo bekommst du Mr. Ed? Mr. Ed, Sie können probieren. Na, howdy how. Das sieht nach einem awesome Soup aus, so ich werde mal probieren. Ah, delicious, delicious. Das ist ein guter Soup, aber ein bisschen fruchtige Komponenten fehlt mir hier. Maybe a little freshness from some apples oder so. Könnt ihr da was machen? Bestimmt, sicherlich, sicherlich. So, see you later. Ah, was? Keine fruchtige Note in der Suppe? Macht sofort die Äpfel fertig. Mr. Ed hat vollkommen recht. Los, nimm den Teller mit. Schneller, schneller. Sehr wohl. Alles dauert hier ewig. Sehr wohl, Miss Edwina. Da krieg ich ja Falten vom Zugucken. Ha. Oh, Vorsicht. Oh. Der Tigerteppich. Madame Edwina, können wir den Tigerteppich woanders hinlegen? Nein. Der bleibt genau da liegen, wo er ist. Gott. Der sieht ja nämlich am besten aus. Sehr wohl, Madame. Sehr wohl. Mal wieder schön hin. Ja, ja. Da, die Ecke da, die ist noch faltig. Er hat nach Äpfeln gefragt. Äpfel. Also ich muss jetzt nicht noch mal rauslaufen. Ich dachte für den Texaner noch ein bisschen Ahornsirup. Kann ja nicht schaden. Dass wir ernsthaft dachten, wir könnten sie mit dieser halbfertigen Suppe bezirzen. Naja, naja. Felix, gib mal einen Teller rüber. Ja. So. Ein paar Hähnchenstücke, ein bisschen Apfel. Ein Schuss Ahornsirup. Kann ja nicht schaden. Wir haben ja jetzt auch eine vorgegebene Reihenfolge. Oh, ich muss nicht. Richtig, Melissa muss. Na gut, aber ich mag ja Holland so gerne, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Der Fuchs ist schon wichtig, ja? Der ist extrem wichtig. Ja. Also Leute, wünsch mir Glück. So, und wo bleiben jetzt die Äpfel in der Suppe? Das nimmt ja Zeit in Anspruch. Na. Na, sieht wie Äpfel aus. Fräulein Antje, Sie können probieren. Hello. Oh, das sieht aus wie ein schmackliches Soup. Ah, das ist ein herrlicher Soup. Das habt ihr ganz toll gemacht. So, mir fehlt nur ein bisschen was für mein Auge. Mein Auge ist immer ein bisschen mit, müsst ihr wissen. So könnt ihr ein bisschen Creme Fraiche und Schmand oben drauf machen. Und vielleicht ein bisschen Koriander könnte gut passen, kann ich mir vorstellen. Ja? Ja, ja, also natürlich, auch wenn gar keine Augen da sind. Ja, die Deko fehlt. Richtet das jetzt endlich mal ordentlich an. Und dann bringt mir die Suppe. Ich weiß es schließlich am besten. Boah, Felix, das scheint immer noch nicht okay zu sein. Ja, wir haben uns ja um die Deko gedrückt. Gut, stimmt. Leg den Tiger da mal wieder richtig hin. Irgendwas fürs Auge. Vielleicht ein Tiger. Keiner von denen hat Augen. Eben. Oh, ich hol was. Na gut, dann kriegen Sie das Ganze eben in der Originalversion. Also jetzt doch alles. Hätten wir es gleich mal so gemacht. Ja, alles drauf. Ich nehme gleich den Teller, oder? Ja. So, ein bisschen von der Creme Fraiche. Ja. Ein bisschen Koriander. Und ein paar geröstete Kokosflocken. Für die Jutta Geschmack. Sieht doch toll aus. Ja. Oh, Na gut, wir gehen alle zusammen. Okay. Drückt uns alle die Daumen. Los, wir voran, wir hinterher. Mein Tiger! Muss ich hier warten, bis ich zu Staub zerfalle? Komm schon. Ja. Hier, Madame, meine Liebe. Tiger, wir sind schon unterwegs. Na endlich. Bitte schön, von rechts einmal die perfekte Mulligatoni-Suppe. Na, wie perfekt werden wir gleich sehen. Fruchtige Äpfel. Exotische Gewürze und Kokosmilch. Und Zutaten, die ich nicht kenne. Diese Suppe ist ausreichend gut für meine Gäste. Geil, dann können wir jetzt feiern gehen. Ja, endlich auch mal auf die eigene Silvesterfete gehen. Und wir hoffen, ihr habt ein wunderschönes Silvesterfest. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Ja, rutscht gut rein. Bis nächstes Jahr. Ja, wir gehen jetzt. Tschüss. Halt, ihr geht nirgendwo hin. Ihr werdet jetzt noch schön einen Hauptgang und den Nachtisch machen. Denn bis Mitternacht ist noch viel Zeit. Nein.